Was glaubt man aus die Fighter und willkommen zurück? Wir sind hier stehen geblieben, richtig? Richtig, richtig. Okay, machen wir weiter, let's go. Ja gut, wir haben immer noch den Knaben Cabra. Ja, sofern wir... Mit einem perfekten Eis, sofern wir die Gegner... Spätestens in Runde 2 rauszuhauen, habe ich damit eigentlich kein Problem, um ehrlich zu sein. Aber ja, schauen wir einfach mal, was jetzt abgeht. Ich meine... Wir wollen eigentlich diese Cyborgs zur Seite hauen, denn mich interessiert eigentlich mehr, was mit Goku Black abgeht hier. Bin ich ehrlich zu euch. Aufschaltmodus. Oh, aber ja. Schauen wir mal. Es gibt ja Goku Black Karten auch in dem Game. Ich habe aber um ehrlich zu sein noch nicht... ich habe die um ehrlich zu sein mir noch nicht so ganz richtig angesehen oder angeschaut von Goku Black. Sei es Rosé oder Zamasu oder Goku Black. Muss man vielleicht mal näher ansehen, auf jeden Fall, warum nicht? Genau! So, Majin-Schlag ist auch am Start. Bam, bada boom, pow. Und ansonsten. Bam, bam. Wie komisch der aussieht, jetzt wo ich es mir. Hey, was ist das für ein. Was sollten die aus. Es sind ja auch Cyborgs, okay? Gegen die wir gerade kämpfen. Der Film lang. Ich habe den Film lang nicht mehr gesehen mit C13. Aber ich will auch gar nicht auf irgendwas Spezielles hinaus. Ich will nur darauf hinaus, wieso der so komisch aussieht. Was, keine Ahnung, was haben die mit dem gemacht? Ah, jetzt ist er mad. Jetzt hat er den Einschlag gewonnen. Kampf gewonnen. Na gut. Jetzt sind erstmal die dran. Wieso trägt der einen Rock zum Beispiel? Ich weiß auch, Alter. Aber... Oh mein, da sieht man ja alles. Aber meinst du das? Sehen die alle komisch aus. Ich fand nur, ich ganz ehrlich, ich finde Cell ist ein richtig geiler Gegner gewesen. Der hat ja quasi die Zellen von der Saiyan-Rasse von Freezer und so fort. Allein von der Idee her. Was man aus Cell machen wollte, so ein perfektes Wesen und so und so fort. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht, finde ich, um ehrlich zu sein. Ihr müsst mal überlegen, der hatte ja auch quasi, der wollte sich einfach dappen. Wie Saiyajin sollte sich einfach dappen. War hinterhältig wie Freezy und tralala und was auch immer das ist, hatte ein bisschen von Piccolo war auch am Start. Jedenfalls, als er Wind davon bekommen hat, dass sie in Kurzzeit stärker sein können, die Z-Fighter, hat er gesagt, wisst ihr was? Okay, ich gebe euch noch, wie viele Tage es auch immer waren, ein, zwei Tage, kommt dann wieder zurück, dann will ich mal sehen, ob ihr was drauf habt. Er riecht einfach die Cell-Spiele und wartet Mutterseelen allein. Das ist, alles ist doch schon männlich, schon aggressiv auch einfach. Einfach so neugierig, weißt du, nach Stärke und alles. Und wollt auch wahrscheinlich sich selbst testen, wie perfekt er jetzt mehr oder weniger ist. Ich finde das mit Cell, ich finde Cell wirklich gut getroffen. Ich finde auch vom Aussehen her. Okay, die erste Form von Cell, die haben sie gut getroffen. Ich meine, zuallererst hat man ihn gesehen, so eine Art Alien. Wisst ihr, man wusste nicht, wer das ist, was es ist. So eine Art Alien, das haben die schon gut gemacht. Saugt Leben aus, ernährt sich davon, bekommt Kraft, tralala, haben die gut gemacht. Die zweite Form war ein bisschen komisch. Die sah ein bisschen gut aus, aber auch irgendwie nicht. Der war so, man hat so gesehen, okay, der wurde so breit und so, okay. Man merkt, der wird langsam was drauf haben. Aber das Witzige war einfach so sein Gesicht. Der hatte auf einmal so einen Schnauze hier. Also der hatte nicht wirklich einen Schnauze, aber da war es schwarz hier. Sah aus wie so ein Schnauze, so wisst ihr, was ich meine? Schaut mal die zweite Form von Cell an, Imperfect Cell. Und danach dachte man, oder ich zumindest, geht jetzt von mir. Okay, der wurde ein bisschen breiter. Wie wird seine letzte Form, seine perfekte Form aussehen? Und bei sowas dachte ich immer, okay, die Charaktere, die werden halt breiter und breiter. Und vor allem, ey, was ist hier los da mal? Vor allem bei Freezer war das damals so. Erste Form war der klein, zweite Form wurde größer, breiter. Und ich dachte dann, okay, dritte Form eskaliert jetzt. Also, bei Freezer hatte man die allererste, also ja, ihr könnt mir folgen, oder? Die erste Form ist halt Freezer normal, der Pisser. Dann wird er zur großen Version mit den Hörnern, wo der Krillin aufgespießt hat. Und dritte Version dachte ich dann, okay, der wird noch breiter. Ja, ist sonst jetzt noch ein drauf oder was weiß ich. Auf einmal. Aber im Prinzip macht es dann im Endeffekt Sinn. Weil mehr oder weniger alles, was so einen perfekten Weg gehen soll oder alles, was man verbessern will, mehr oder weniger
tut man es optimieren. Wisst ihr, was ich meine? Man tut es optimieren. Und also im Endeffekt macht es schon Sinn, wenn die finalen Formen von den Charakteren so optimiert aussehen, sag ich mal. Jedenfalls, dann die dritte Form, die auf einmal potthässlich kriegt so ein Kopf-Freezy. Den Freezer schreit so rum. Macht Fingerpistolen. Ich war potthässlich und dachte, okay. Also mit der letzten Form, als ich zum allerersten Mal Final Form Freezer gesehen habe, habe ich mit der letzten Form nie gerechnet. Ich habe nie gedacht, dass es so aussieht, wie er aussieht. Also wirklich so damals, das war mein Eindruck so. Genau. Und dann wird es ja so mit dem nächsten Gegner von nach Cell Kittu, ja, so der nächste große Gegner, sag ich mal. Oh, was war das? Ich hab's einfach geskippt, shit. Nochmal interessant mit Bu. Ich meine, Bu war auch geil, ganz ehrlich. Bu haben die auch sehr gut getroffen, meiner Meinung nach. Vor allem, die Sache ist ja das Folgendes. Kid Buu ist auch so eine Sache. Ich will nicht sagen, Kid Buu wurde sieht dann so im Endeffekt auch komprimiert aus, aber er wurde so kleiner und feiner, sag ich mal. Aber bei Kid Buu ist ja das andere, das, was Kid Buu ausmacht, das, was Kid Buu gefährlich macht. Das sei ja nicht, dass er unbedingt, sei nicht von seiner Kraft abhängig. Denn normalerweise, Buhan, so vom Power Level her, sollte eigentlich stärker, also ich. Ihr wisst, bei Dragon Ball kann man es immer streiten, Tralam. Mir geht es nicht darum, Diskussionen zu entfachen oder so. Der Power Level ist immer so eine Sache, aber eigentlich so. Deswegen sage ich auch, sollte oder sowas. Aber eigentlich so, wie es sein sollte, wenn ich es recht im Kopf habe, sollte ja Buhan von der Kraft, von der Power her, eigentlich stärker als Kid Buu sein. Aber dass das Kid Buu gefährlicher gemacht hat, ist halt, dass er einfach rein instinktiv gekämpft hat. Der hat wie ein Kind gekämpft, wie ein Kind agiert. Der hat sich einfach gebatcht. Der hat rein instinktiv gekämpft. Das war schon damals ultra instinkt Kid Buu. Ne, Spaß, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ne? Der hat einfach instinktiv sich gebatcht und darauf kamen Vegeta und Goku ja nicht klar. Der war so verrückt, der war spielerisch. Wie ein Kind quasi, Kid Buu. Deswegen, ich fand das geil, dass die so auch. Die kamen auf einmal nicht klar. Und dann wurde Goku auch so ein bisschen kindlich. Was heißt kindlich, aber. Als sie so quasi gebissen hat und so, wisst ihr, was ich meine? Als sie so versucht hat, so auch ähnlich wie Kid Buu zu kämpfen. Die Folgen waren übel cool. Man, Dragon Ball Z, man, ganz ehrlich, das ist schon geil. Das hat auch richtig viel mitgenommen. Dragon Ball Z ist auch. Dragon Ball Z war nochmal was ganz anderes, ey. Ist ja richtig geil auf jeden Fall. Die Zeit damals. Schön geil. Also, ich bin nicht so ein Boy, der sich Animes dann wieder nochmal anschaut. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Also. Schwierig. Viele, also es gibt ja ein paar, die Animes rewatchen komplett. Ist auch alles fein und so. Dagegen sage ich nichts. Ich rede jetzt so von mir, wie es bei mir ist. Aber ich glaube, ich habe meine Anime noch nie gerewatcht. Falls ihr mich an irgendwas erinnern wollt oder so, dann habe ich es entweder nachgeschaut, nachgelesen oder dann wieder quasi die Szene angeguckt oder so. Aber nochmal so rewatch. Also wenn ich jetzt nochmal Dragon Ball Z rewatchen müsste, mir fehlt da so die Motivation. Ich weiß nicht. Ich bin da eh so speziell, sag ich mal. Viele geben auch so zum Beispiel für mich Anime-Empfehlungen, so finde ich auf jeden Fall cool. Die Sache bei mir ist jedoch, ich merke mir dann sowas, wenn mir irgendjemand ein Anime empfiehlt, sei es Freunde oder ihr oder einer aus der Community, dann merke ich mir das auf jeden Fall, aber legit, ich guck's mir nicht mal an. Also ich mache mich immer schlau drüber. Aber irgendwann gibt es auch bei mir so eine Phase, ich weiß nicht warum, dann denke ich mir, dann nennt mein Körper sich oder mein Gehirn, ey, jetzt hast du Bock auf ein Anime. Und dann nicht nur auf irgendein Anime, sondern auf den Anime. Weißt du noch, den, wo jemand vorgeschlagen hat? Und aktuell Anime, was so quasi aus diesem Ursprung entstand, das ich gerade anschaue, ist JoJo's Bizarre Adventure. So. Also ein richtig geiler Anime, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber gut, so viel dazu, machen wir mal weiter. Wisst ihr, was mir aber hier an diesem Kapitel gefällt? Oh nein, wir teilen uns wieder auf. Es gibt kaum Sequenzen. Legit kaum Sequenzen. Einfach ein Kampf nach dem anderen. Oh mein Gott, jetzt kommt ein Dreierkampf wieder. Das gefällt mir an hier. Aber wenn jetzt mal eine Sequenz wieder kommen würde, hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, es kommt sogar jetzt eine. Let's go! Jetzt, was geht ab? Wie sieht's aus? Nein, das war's dann wohl. Ihr wart wohl doch nicht so stark, was? Wir können nicht erlauben, dass ihr noch mehr Ärger macht. Zeit, euch zu erledigen. Macht's gut! Hallo! Oh je, Vorsicht! Sieht aus, als würden wir Gesellschaft bekommen. Oh mein Gott, er ist da. Das ist Goku Black! Black! Goku Black ist das! Die Welt scheint sich stärker verändert zu haben, als wir dachten. Ihr verdammten Cyborgs, meine Pin, ich durchkreuzen, ich werde euch vernichten. Wie deftig der Grins, hä? Bild für dich, wir haben Verbündete. Stimmt's, Leute? Meint ihr uns? Ihr seid ganz schön entschlossen, vielleicht brauche ich etwas Hilfe. Guck mal, wie der Grins, wie heftig. Ey, jeder Cyborg, der kommt mit einfach rum.
Entweder ihr helft mir oder ihr sterbt, was darf sein. Krasse Wahl, krasse Wahl. Wir uns euch anschließen. Ihr meint, habt ihr mir bisher schon außerordentlich gute Dienste geleistet. Darum habe ich mich bereits bekümmert. Mir ist gut, wir helfen dir, aber an deiner Stelle wäre ich nicht so siegessicher. Alef, Junge, ich klatsche dich welche. Auf geht's, schlagen wir zu. So, jetzt haben wir wieder Dreierkampf am Start. Was, in allen Runden musst du zuerst angreifen. Ich weiß, ob Ultra-Abschlüsse, ob ich auf die mal achten soll oder nicht, wäre eigentlich nicht schlecht. Sollen wir einfach mal, ja komm, wir greifen einfach mal alle raus, komm. Alle raus, Leute, genau. Einfach alle raus. Kein Ärger machen, gar nichts, alle raus einfach, bitte. Alright. Oh, die haben schon viel HP, 78.000. Wir haben 58 zusammen. Ich kämpfe mit meinen Verbündeten jetzt zusammen quasi. Oh, genau, mit Kabra und Kagyu. Kagyu. Warte. So. Oh, wie schnell. Nein, ich hab's gesehen. Einmal ein guter Schaden. Oder? Oh. Was? Wie viel Schaden hat er? Was ist das, Junge? Oh, wie schnell! I don't wanna know. Komm ran. Oh. Oh, der greift dreimal an. Krass. Naja, schau mal. Und du was? Jawoll. Aber. Ja, ich weiß nicht. Gogetas Fähigkeit wird es eh nicht triggern. Ich wollte halt nicht an. Ich weiß nicht. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht nur Cell raushauen. Wegen dem Ultra-Abschluss. Aber ja, was soll's. Schau, ja, gucken wir mal einfach jetzt ohne Zeit. Wird so oder so eskalieren. Okay, sehr schön. Oh doch, hat's komplett getriggert. Haben wir doch, haben wir weniger als 5000 bekommen, Schaden. Sieht so aus, sieht so aus. Kürilililil. Jetzt komm ran. Nee, kann ich diesen Modus bitte. Danke. Vegeta, ich rufe dich. Komm, lass doch mal Ui Goku. Soll ich? Pusten? Ui Goku? Weiß nicht. Versuch's einfach mal, weil. Letztes Mal hat es nicht so viel Schaden gemacht, sag ich. Egal, schauen wir mal. Es hat einfach nur zusätzlich angeflogen, das mit Vegeta. Aber ja, passt ja. So, dann. Aber jetzt kam das. Warte mal. Jetzt kam das nicht mit Vegeta. Oder kommt das noch? Ja, siehst du? Ah, jetzt. Okay, ich bin zuvor erlegt. Einfach Vegeta beschwören. Keiner weiß. Die sind nicht so bläulich, so richtig gelb-bläulich. Oh. Ja, da schaust du dumm aus der Wäsche. Was? Alter, den Schaden hättest du auch sparen können, Mann. Mich verarschen. Oh. 439 Schaden, das mich verarschen, man hätte es auch sparen können, Alter. Den ganzen Zirkus. Oh. Oh, wo bin ich? Hier bin ich. Ja, lass mich runter, ey, was ist da los? Danke. G für GG. Du
Kannst du auch machen, das ganze Spiel leckt da weg, deswegen. Keiner weiß, alle eskalieren. Das war so viel. So viel Show für so wenig Schaden, ey. Unglaublich, echt. Da macht auch der Dex einfach mehr Schaden. Gönnt euch. Schau mal jetzt. Guck mal jetzt. Brr. Keiner weiß. Keiner weiß. 187, genau das. Goku Black halt, tanky. Man kennt's. Schade. Keiner weiß, ey. Drachenforce nichts, gar nichts bringt was. Was stößt doch im Modus? Oh. Oh. Kann ich irgendeinen wählen? So. Doppel Angriff bereit. Ich so. Oh mein Gott. Oh, was ist jetzt los? Hallo? Junge, wenn das nicht viel Schaden machen wird, dann weiß ich auch nicht. Ey, was machst du? Hilfe? Hallo? Immer so viel Action für so wenig Schaden. Es sei denn, die machen jetzt Schaden. Ey, was geht ab? Ich bin Goku, ich auch, schau. Du Vegeta, besser gesagt. Und? Was ist jetzt los? Hä? Eine Eskalation nach der anderen. So viele neue Sachen. Ich weiß halt legit nicht weiter, wo ich Karten zu bewegen. Ich weiß halt legit nicht, ob ich alles zeigen kann. ...543 Schaden, lass mich verarschen, Mann. Kein Sinn. Was ist mit dem? Wieso ist so tanky, Mann? I don't wanna... Ich hab nie wieder gebe ich den Boost Uigoku. Ich hätte legit Berserk geben sollen. Der hat alles zerfetzt. Es sei denn, der hat das mit dem Schaden, dass das Schadenserhöhung anwirkt. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Oh my, you're useless. Stupid ass. Oh mein Gott. Was machen eigentlich meine Verbündeten? Das sind 3 gegen 3. Keiner weiß, alle. Niemand macht irgendwas. Junge, Junge, Junge. Komm ran, Junge. Hier. Langsamster Mann. Goku Black meint es ja übel ernst. Oh je, Mine. Oh je, oh je. Oh je. Ja, ja, dein Riesenmodus. Bringt eh nichts. Alle raus. Außer der Dackel da. Du kommst mal hier, bitte. So. Jetzt zeig dir, wie das geht. Krass, der Kampf ging übel langsam, Mann. Ging übel lang. Du bekommst. Wieso habe ich so wenig Kraft? Das muss an Goku Black liegen. Irgendwas macht er. Ich hab nicht aufgepasst, dass wir Fähigkeiten da procken. Aber okay, langsam wird es ein bisschen schwerer oder was? Schwieriger wird es langsam, wieso? Schwieriger, ja, ja. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Oh, wow, wow, wow! Shit. Junge, ich darf nicht verlieren. Plus 3. Junge, der. Was macht der? Der bekommt die ganze Zeit einen Boost. Verdammt. Er boostet sich die ganze Zeit. Oh, Alter, ich darf nicht verlieren. Bitte. Hallo, Jungs, könnt ihr den mal besiegen? Er ist auch schon viel zu lange, ey, dieser Kampf. Goku Black, wie ernst du das meinst? Ja, was setzt du denn hier auf Small? Siehst du diese Faust? Siehst du diese schöne Faust in deinem Gesicht? Ja, Junge. Endlich! Das hat viel zu lange gedauert damit. Was? Der hat's überlebt! Ja, Halleluja, jetzt shut down. Ja, okay, nicht schlecht. Der hat die ganze Zeit mehr oder weniger geboostet. Sowohl mehr Angriff bekommen als auch mehr Verteidigung.
Interessant, interessant. Ja, ja, wenn ich mal, mein Gott, wenn die nächsten Kämpfe so werden, auf jeden Fall interessanter, statt die ganze Zeit nur absolut betätigen. So, Goku Schwarz, das hat sich ein wenig gezogen. Hole, der ist ready. Ah, let's go. Okay, alles gut. Tralala. War's aber oder geht's jetzt hier weiter? Auf dieser Map. Die Musik ist geil, immer noch, immer noch, immer noch. Richtig geil auf jeden Fall. Wer ist es? Wer? Trainingmitglied. Wer ist es da unten? Wo geht die überhaupt hin? Ah, hier geht's doch weiter. Wisst ihr was? Das würde ich eigentlich auch gerne machen, um ehrlich zu sein hier. Aber ich würde sagen, dann auf jeden Fall im nächsten Part. Okay, da können wir noch nicht hin. Oh nee, nee, nicht hier, da geht's quasi zur nächsten Karte. Aber hier, von hier aus würde ich gerne nächstes Mal weitermachen, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.